Moin Leute und herzlich willkommen zurück mal wieder zu JavaScript. Heute wollen wir uns mit var, let und const beschäftigen, weil ich euch diese Änderungen oder ja diese Anpassungen von vor ein paar Jahren noch nicht gezeigt habe und die eigentlich ganz schön wichtig sind mittlerweile. Vor allem werden wir uns am Ende noch ein Beispiel angucken, wo man erst gar nicht durchsteigt, warum das eigentlich so mega schief geht, aber es geht tatsächlich schief und ja, das wollen wir uns genauer angucken. So. War und let wollen wir als erstes machen und die beiden sind, es unterscheidet sich im Function Scoping bzw. Block Scoping. Das ist jetzt erstmal sehr verwirrend, aber was wir brauchen für Function Scoping ist natürlich erstmal eine Funktion, damit ich euch das Ganze zeigen kann. Denn ansonsten, wenn wir nicht über Funktionen reden, dann ist da eigentlich nichts anders an den beiden Variablen. Was wir jetzt hier also erstmal haben, ist eine anonyme Funktion, das heißt eine Funktion ohne Namen, die keine Parameter nimmt und einfach nur genau einmal aufgerufen wird. Das sehen wir an den Klammern hier hinten dran und dann war es das auch schon. Das heißt, wir haben sozusagen eine Funktion ohne irgendwas. So, und jetzt gibt es sogenanntes Function Scoping und Block Scoping. Das heißt, ich brauche jetzt hier erstmal noch ein If, denn jeder Block wird durch geschweifte Klammern irgendwie dargestellt. So, und das werden wir alles brauchen noch. Und dann sagen wir hier unten window.alert und hier geben wir dann irgendwas aus, zum Beispiel x. X wird unsere Variable. So, und jetzt geht es darum, wie definiere ich meine Variable? Definiere ich sie mit var oder definiere ich sie mit let? Also, wenn ich sage var x ist gleich 42, dann dürfte jedem klar sein, dass jetzt hier 42 ausgegeben wird. Ich habe hier übrigens einfach irgendeine Seite, die wir schon mal benutzt haben, nochmal benutzt und schon mal hier die Konsole aufgemacht, damit wir nachher sehen können, was wir für Fehler bekommen. Also nicht wundern, das ist einfach nur irgendeine Seite und das hier ist die Developer-Konsole, die man zum Entwickeln manchmal benutzt. Falls ihr nicht wisst, von was ich gerade rede, es gibt noch eine andere Playlist, die werde ich hier natürlich auch in den Infokarten verlinken, könnt ihr mal reingucken. Gut, was wir jetzt hier also haben ist, wir haben hier keinen Fehler und bekommen das, was wir erwarten, also einfach eine 42 ausgegeben. So, wenn ich jetzt hier drin allerdings natürlich hingehe und sage, x ist gleich 5, dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass wir hier dann 5 als Ausgabe bekommen, hier oben. Macht auch absolut Sinn. Es unterscheidet sich hier das Let absolut gar nicht davon, was das X macht. Grund dafür ist, dass wir nichts neu definiert haben. Also es kommt beides mal 5 bzw. 42 raus. Könnt ihr gerne ausprobieren. Der Grund, warum sich es nicht hier unterscheidet, ist, dass wir beides mal hier oben die Variable definiert haben und hier unten dann gesagt haben, dass wir den Wert da drin gerne ändern wollen. Das heißt, wir können bei beiden Werten immer noch den Wert ändern. Const hingegen verbietet uns das Ändern von einem Wert. Und dürfte klar sein, const bedeutet eine Konstante, das heißt, man darf eben den Inhalt der Variablen nicht mehr ändern. Also sowas wie Pi wäre eine super Konstante, falls ihr sowas irgendwann mal braucht. Wenn ich jetzt hier also x irgendwie ändere, dann kriege ich logischerweise da einen Fehler. So, das war der leichte Teil jetzt zu let und var. Und zwar, wenn ich jetzt hier innen drin die Variable nochmal überschreibe, da unterscheiden sich dann die beiden. Und zwar let ist block scoped und var ist function scoped. Das bedeutet so viel wie, wenn ich jetzt hier außen let definiere mit x gleich 42 und hier innen nochmal eine Variable mit demselben Namen definiere, dann sind das trotzdem zwei unterschiedliche Variablen. Das heißt, was ich jetzt hier mache, wenn ich jetzt hier diese Seite aktualisiere, ich bekomme 42 raus. Und zwar, weil jetzt hier mein let hier außen eine völlig andere Variable ist wie hier drin. Sie haben nur denselben Namen, aber sie stehen wo völlig anders drin. Das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt hier den alert ausführe, dann überschattet dieses x erstmal dieses x. Man nennt das ganze Ding überschatten. Sprich, dieses x hier ist halt einfach näher dran am Scope. Es ist näher in meinem innersten Scope von meinem alert. Deswegen wird es eher genommen als das äußere. Das heißt, was ich hier bekomme, ist logischerweise 5 und wenn ich das ganze Ding jetzt hier rausschreibe, dann existiert dieses let x gleich 5 nicht mehr, weil es nur von geschweifte Klammer bis geschweifte Klammer geht. Dieses let hier oben geht nur von geschweifte Klammer bis geschweifte Klammer, das heißt, es existiert aber auch innerhalb dieses ifs.
aber nur oben drüber, denn unten drunter wird es, wie schon gerade gesagt, überschattet. So, warum bekommen wir dann hier ein X is not defined? Ganz einfach, weil JavaScript ziemlich intelligent ist. Und zwar, wenn ich jetzt hier sage, ich definiere mich hier unten drunter mein X, dann ist es hier oben logischerweise noch nicht definiert. Das heißt, ich muss es erst oben drüber definieren. Wenn ich die Definition aber rausschmeiße, dann wird einfach das X hier außen genommen. Das heißt, wir haben jetzt hier das X, was überall gilt, aber sobald ich hier dieses let x gleich 5 reinschreibe, dann haben wir hier in diesem Block, also da in diesem kompletten Block, sagen wir, okay, es gibt ein anderes x und dieses x hier außen existiert für uns in diesem Block nicht mehr. Erst wenn ich das hier mit einem let definiere, passiert das Ganze. Das bedeutet, ich kann auf dieses x hier außen nicht mehr zugreifen, sobald ich hier irgendwo ein let drin habe. Ziemlich komplizierte Technik, fand ich auch erstmal nicht so intuitiv, aber sollte man sowieso meinen. So, was passiert mit var? Var ist da, ist function scoped. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt ein neues var definiere mit einfach demselben Namen, dann ist das trotzdem dieselbe Variable. Das ist ganz, ganz wichtig. Sprich, wir überschreiben diese 42 hier trotzdem, auch wenn wir eigentlich eine andere Variable haben wollen. Wir überschreiben das Ganze und bekommen hier 5 zurück. So, und das ist ein bisschen unintuitiv, das kann auch mal zu Fehlern führen, wie wir auch nachher noch sehen werden. Kurz um Mythen aufzuklären, ich habe tatsächlich manche Falschinformationen schon gelesen hier. Ich kann mir auch eine Variable mit let definieren und sie dann später erst mit einem Wert zuweisen. Das muss ich nicht direkt machen. Also manche glauben, dass ich let x schreiben muss und dann gleich einen Wert zuweisen muss. Das muss ich tatsächlich hier nicht machen. Ich kann das genauso gut so machen, also jetzt hier habe ich gerade den Wert 5. Mit var geht das natürlich sowieso, da haben wir das ja schon hunderte, tausende Male gemacht. Funktioniert beides wunderbar. So, ach so, und bei var noch eine Kleinigkeit, wenn ich hier drin jetzt var definiere, ich sage jetzt hier außen wieder var x gleich 42 und drin sage ich gleich 5 und ich gebe jetzt mal hier meinen Alert aus, dann sehen wir, die 42 ist da trotzdem noch gültig und unten drunter verändere ich einfach den Wert auf 5. Das heißt, hier bekomme ich auch keine Fehler oder sowas, aber ich bekomme halt oben drüber den Wert von außen oder den alten Wert. Im Endeffekt ist es ja dieselbe Variable hier. Das heißt, hier ist es, als hätte ich überhaupt kein var hingeschrieben, als hätte ich x gleich 5 reingeschrieben. So, jetzt, warum kann das Ganze zu einem ganz furchtbaren Fehler führen? Und da möchte ich euch ganz kurz mal ein kleines Beispiel aus dem Mozilla Developer Network geben. Das ist eigentlich echt eine gute Sache gewesen. Da habe ich mich mal eingelesen und habe nach irgendwelchen besonderen Fehlern gesucht. Und zwar hatten die was in der Art war gleich, ich habe es leicht abgewandelt, damit wir nicht so viel tippen müssen. War A, das ist einfach ein ganz normales Array hier. So, und jetzt sagen wir hier Function, genau. Und jetzt hier drin einfach, also ein For-Block ist auch ein Block im Endeffekt, denn wir haben ja hier auch geschweifte Klammern. Und jetzt machen wir hier mal ein let, wir machen es mit let. Mit let funktioniert es, mit var funktioniert es nicht. Let i gleich 0, i kleiner 10, i plus plus. Und hier drin sagen wir dann a.push. Das hängt einfach ein Element an unsere Liste an oder an unser Array an. Und sagen Function und dann wollen wir hier einfach nur return i drin haben. So, und das ist jetzt, achso ja, ich soll das Ganze vielleicht noch aufrufen. Und zwar window.alert. So, und jetzt kleines funktionales Element. Falls ihr mehr über funktionale Programmierung lernen wollt, dann schaut euch meine Programmieren-Lernen-Playlist an. Da gibt es ganz, ganz viele Informationen, auch was Map und so weiter ist, was ich jetzt gleich benutzen werde, was Push bedeutet und so weiter. Das machen wir alles. A.map. Und dann sagen wir hier Function. Und wir wollen die Funktion f drauf mappen. Und wir wollen return f, Klammer, Klammer und Semikolon haben. So, was das jetzt macht, es wendet f, also die Funktion f, auf jedes Element, besser gesagt, map wendet eine Funktion auf jedes Element in unserer Liste an, oder ja, in Art im Endeffekt an. Und was wir hier haben wollen, ist, wir wollen einfach nur das Element ausgeben sozusagen. So, was jetzt hier aber erstmal passiert ist, wir hängen an A einen Wert an aus einer Vorschleife und da passiert was Komisches dabei. Das schauen wir uns direkt mal an. So,
Und hier sehen wir, okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind einfach die Elemente, die wir ganz gerne da hätten. Das ist alles wunderbar, so wie wir es haben wollen. Wenn ich jetzt aber hier ein var statt dem let, ein var statt dem let reinschreibe, dann passiert was ganz Komisches. Und zwar, wir bekommen jedes Mal 10 ausgegeben. Warum ist das so? Naja, im Endeffekt passiert Folgendes. Statt let definiert uns jedes Mal eine neue Variable für diesen Scope hier. Bei var ist es aber so, dass diese Variable i hier immer eigentlich dieselbe Variable ist. Das heißt, es ist immer derselbe Wert. Und wir geben ja hier einfach nur eine Referenz, also quasi eine Variable in a aus. Und weil wir immer dieselbe Variable ausgeben, ist es halt auch wirklich immer derselbe Wert am Ende. Sprich, es ist am Ende, wenn wir hier durchgelaufen sind, ist diese Variable hier 10. Also i ist 10 und da es nur ein i gibt und jedes Mal dasselbe drin ist, da ist dann halt jedes Mal 10 drin. Das Problem, warum wir das Ganze hier so umständlich machen mussten, ist, wenn wir es direkt gepusht hätten, also wirklich den Wert i direkt gepusht hätten, nicht über eine Function hier gepusht hätten, ihr müsst jetzt überlegen, ich mache es ein bisschen ausführlicher. Was hier passiert ist, wir hängen an a nicht einfach den Wert rein, also quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sondern wir schreiben eine Funktion rein, die i zurückgibt. Und i ist wiederum diese Variable hier oben, die wir entweder mit var oder mit let definieren können. Und dieses Auswerten dieser Funktion, das muss hinterher passieren, damit das auch wirklich so schief geht. Also es ist schon ein bisschen herbeigeführtes Beispiel. Aber es geht tatsächlich was schief hier, also im Endeffekt packen wir hier 10 Funktionen rein und hier unten mit dem Map werten wir diese Funktion, die wir hier in A reingeschrieben haben, werten wir diese Funktion aus. Deswegen, ja, es ist ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen, aber ich fand das Beispiel trotzdem super, weil man hier gesehen hat, okay, mit var kann echt was schief gehen, weil ihr hier wirklich jedes Mal die Variable dieselbe ist, also es ist wirklich immer die gleiche. Und bei let definieren wir uns einfach jedes Mal eine neue Variable und deswegen bekommen wir dann auch 10 unterschiedliche Werte. Ja, und das ist tatsächlich jetzt auch der Clou in der ganzen Geschichte, deswegen sagen viele Leute heutzutage, hört auf, var zu benutzen und nehmt ab sofort let und const, weil mit var was schief gehen kann, was mit let immer noch funktioniert. Man muss aber trotzdem vorsichtig sein, auch mit let, und überlegen, was man eigentlich gerade macht und wie weit die Variablen jetzt eigentlich noch einen Scope haben und wo sie noch gültig sind. Klar, muss man mit var auch, aber ja. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen was näher bringen. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.